Ich habe hier gerade den Jonathan, den Bundesbeauftragten für die EU-Urheberrechtsreform. Ist das richtig soweit? Von der Piratenpartei? Genau, also ich bin Bundesthemenbeauftragter für Urheberrecht. Also ja klar, dass die Reform gerade auf EU-Ebene läuft, auch für die EU-Urheberrechtsreform. Das ist richtig. Genau. Wie siehst du das Ganze heute mit der Demo? Es war ja ein Rekord. Mit wie viel habt ihr eigentlich gerechnet am Anfang? Jetzt sind es vielleicht ein paar mehr geworden. Ja, also ein paar mehr ist gut. Wir haben die größte Demo, die in München je stattgefunden hat. Die Polizei hat geschätzt mindestens 40.000. Wir gehen eventuell sogar auf 60.000. Wir haben leider niemanden, der ganz genau durchgezählt hat. Allerdings, es ist wahnsinnig groß. Wir sind hier größer als Berlin. Und ja, ich meine, ich habe 2017 mit meinem Kampf gegen die Urheberrechtsreform wegen den drei Artikeln 11, 12 und 13 angefangen. Damals standen wir noch mit 10 Leuten auf dem Platz, haben so Flyer verteilt, alle so, ihr komische Spinner, was wollt ihr? Und dann haben wir Kunstaktionen gemacht, haben das Internet beerdigt, haben mit einem Netz Memes eingefangen, alles Mögliche. Die ersten Demonstrationen waren winzig und es ist einfach wahnsinnig erfüllend, jetzt hier so eine riesige Demonstration zu sehen, die sogar meines Wissens jetzt größer war als Snowpark und alles, was hier in München bisher stattgefunden hat. Ich kann mich noch erinnern, ACTA 2012 waren 20.000 hier in München. Das ist nochmal ein großer Rekord. Ihr habt das mit der Piratenpartei organisiert mit. Kannst du vielleicht sagen, wie viele ehrenamtliche Helfer hier am Start waren? Gibt es da ungefähre Zahlen? Weil das habt ihr ja sicherlich nicht gegen Bezahlung gemacht, außer es wird halt immer behauptet, sag ich mal. Naja, also mehr oder weniger die komplette Partei letztendlich. Wie viele ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, in ganz Deutschland, alles was wir an aktiven Piraten haben, hat sich überall beteiligt. In manchen Orten haben wir alles komplett alleine auf die Straße gestellt. Hier in München haben wir tatsächlich noch von anderen Organisationen und Parteien im letzten Moment noch Unterstützung bekommen, die dann auch noch mitgeholfen haben. Aber ja, wir machen das alles ehrenamtlich. Kein einziger wird hier für irgendwas bezahlt. Und uns geht es um die Sache, um unsere Grundrechte, um unser Internet und deswegen machen wir das. Was würdest du eigentlich unseren Zuschauern jetzt noch raten? Wir haben ja jetzt nur noch wenige Tage bis zur Abstimmung. Was können die noch machen aktiv? Also aktiv vor allem informieren. Den Abgeordneten zu schreiben bringt jetzt nicht unbedingt mehr so viel, weil die haben ihre Postfächer voll, ihre E-Mail-Fächer voll. Die wissen, dass da ordentlich was los ist. Was vielleicht noch was hilft, wir erleben, dass das in der Berichterstattung, in der Presse sehr wenig über die Reform geschrieben wird. Und da einfach mal eine Mail an den Lieblingsredakteur, an favorisierten Journalisten, favorisierte Tageszeitung schreiben mit allen Informationen zu Urheberrecht. Reformen und fragen, ob sie denn darüber berichten können, weil es ist wichtig. Das kann man noch tun und natürlich Freunde und Bekanntenkreis informieren und bis zur Abstimmung die ganze Zeit darüber schreiben, dass das Thema Tagesthema bleibt.